Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Lobpreis gebührt Gott, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten, sein Frieden und Segen sei mit unserem Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm und seinen reinen Nachkommen, die unfehlbaren reinen Ma'asumin, Friede sei mit ihnen. Die 12. Verse des Sura Insan möchten wir uns heute widmen. Und dieser 12. Vers ist die Beendigung der Geschichte, die vorher begonnen hatte und auf das Gelübde von Amir al-Mu'minin und die Herren Fatimah al-Zahra hingewiesen hat in Bezug auf die Krankheit der Hassanein, dass sie gefastet haben und sie ihr Iftar, das was sie zum Fasten brechen lassen wollten, einem Gefangenen, einen Waisen, einen Bedürftigen gegeben haben. Mit der Absicht, mit der göttlichen Absicht, die in den vorherigen Versen bereits schon erläutert wurde. Und im Vers 11 sagt Gott, verweist Gott auf die Stellung der Esmat, der Fehlerlosigkeit, der Unfehlbarkeit, mit dem sie mit Freude und ein Glück versehen werden. Und im Vers 12 wird über den Lohn im Paradies gesprochen. Und er vergibt ihnen dafür, dass sie geduldig sind mit einem Garten, mit dieser Geduld, die sie aufgezeigt haben, wird ihnen das Paradies und paradiesische Gaben gegeben. Das Thema, worum es hier geht, ist das Thema des Geduldes. Geduld wird kann in verschiedenen Situationen passieren. Zunächst einmal gegenüber den Schwierigkeiten, mit denen der Mensch im Leben konfrontiert ist. Jeder Mensch wird in seinem Leben mit Problemen konfrontiert sein. Eine geliebte Person verlieren, einen Wunsch haben und diesen Wunsch nicht erlangen. Eine Gabe, die ihnen genommen wird. Schwierigkeiten, die sie im Leben zu bewältigen haben. Niederlagen, die im Leben jedes Menschen zu sehen und zu finden sind. Diese Schwierigkeiten des Lebens führt dazu, dass viele Menschen keine Geduld davor haben können. Wenn sie eine geliebte Person verlieren, sagen sie Dinge, die kein Zeichen von Glaube sind, sondern eine Klage sind, die mit Ungeduldigkeit einhergeht. Also schwierige Umstände, die im Diesseits auf die Menschen zutreffen. Geduld wäre, so schwer auch diese Vorfälle sein mögen, dass man in der Lage ist, Geduld zu bewahren und standhaft zu sein und seinen Weg fortzuführen. Das Zweite ist die Geduld gegenüber göttlichen Gebote. Sehr oft sind die Gebote, die die Menschen auszuführen haben, nicht passend zu der Leichtigkeit und zu der Unbekümmertheit und eine geringe Mühe, die man auf sich nehmen möchte. Sie können sich erinnern, vor einigen Wochen haben wir 20 Stunden hier in Deutschland, mehr als 20 Stunden gefastet, nichts gegessen und nichts getrunken. Das ist nichts Einfaches, das ist eine Verpflichtung, ein Wajib, der Geduld braucht. Und manchmal ist es, wie jetzt in dieser Zeit für das Morgengebet, dass man sehr früh aufwachen muss und auch die Zeit der Verrichtung des Morgengebetes sehr schnell vorbeigeht. In dieser Zeit das Morgengebet zu verrichten, passt nicht zu der Unbekümmertheit und Entspannung und Ruhe, die der Mensch eigentlich möchte. In dieser Jahreszeit ist das mit Schwierigkeiten verbunden. Also ist eine andere Stufe der Geduld gegenüber den göttlichen Geboten. Und die dritte Stufe, Geduld bei dem Lossagen und Ablegen von verbotenen Dingen.
Sehr oft sind verbotene Dinge, zumindest dem Anschein nach, mit Annehmlichkeiten verbunden. So wird gesagt, dass das Paradies einhergeht mit schwierigen Umständen und die Hölle einhergehend mit leichten Umständen. Manchmal will man gewisse Dinge essen, gewisse Dinge trinken, gewisse Dinge tun, aber man tut es nicht, weil es haram ist, weil es verboten ist. Daher sind viele der Muharramat, der verbotenen Aspekte, vielleicht reizvoll und dem Anschein nach gut und wohltuend, aber es ist die Religiosität und der Glauben des Menschen, der ihn davor schützt, diesem vermeintlich Gutem nachzugehen. Daher ist die dritte Stufe der Geduld, die Geduld gegenüber dem Lossagen und Ablösen von den Muharramat, von den Verbotenen. Das sind die drei Stufen. Den irdischen Umständen, den Geduld gegenüber den Geboten und Geduld gegenüber das Lossagen der Verbote. Aber diese Verse, die über die Ma'sumin, über die Ahlul Bayt, die Unfehlbaren spricht, über die Ahlul Bayt, die die Stufe der Esmat erreicht haben, der Unfehlbarkeit, wo Gott sie fernhält vor den Unheil an jenes Tages, des Tag des jüngsten Gerichtes. Sie werden keine Gebote vernachlässigt haben und keine Verbote übertreten haben, dass ihnen Unheil widerfahren würde. Welche Bedeutung hat dann hier die Geduld für diese Ahlul Bayt, die Masum sind? In Bezug auf die Geduld gegenüber Unzulänglichkeiten im Leben findet in den Ahlul Bayt mehr als alle anderen der heilige Prophet sagt, niemand ist, hat so viel Leid und so viele Schwierigkeiten durchleben müssen wie ich. Von der Auserwählung als Prophet bis zu seinem Ableben. Und so wie der heilige Prophet selber sagt, hat er mehr als alle anderen Propheten Leid durchlaufen müssen und war dem geduldig gegenüber. So auch bei den Ahlul Bayt. Die Ahlul Bayt haben nicht wenig Probleme über sich ergehen lassen. Müssen. Wir lesen in dem Bittgebet von Nutbe, die Schwierigkeiten, die gegenüber der Ahlul Bayt auf sie zutrafen, waren so viel, dass die Weinenden weinen und die Aufschreienden aufschreien und so weiter und so fort. Also ist diese erste Stufe der Geduld in Bezug auf die Ahlul Bayt absolut anwendbar. Aber nun zu der zweiten und dritten Stufe der Geduld gegenüber Einhaltung der Gebote und Lossagen der Verbote. Welche Bedeutung hat es in Anbetracht der Erstellung der Unfehlbarkeit der Ahlul Bayt? Ein Masum, ein Mensch, der unfehlbar ist, ist nicht so zu verstehen, dass er gegenüber der Einhaltung der Gebote und der Loslagen der Verbote keine Schwierigkeiten auf sich zu nehmen hat. Ja, sie sind gegenüber den göttlichen Geboten, sind sie ergebend. Sie ergeben sich den göttlichen Geboten. Das heißt, sie haben einen Willen und dennoch haben sie die Kraft und die Macht, geduldig gegenüber und den Willen zu haben, geduldig gegenüber der Schwierigkeit der Einhaltung der Gebote und der Lossagung der Verbote zu sein. Um diese Stellung des Ma'asums zu erlangen. Das heißt, dass sie weit höher sind als normale Menschen,
als gerechte Menschen, als gottesfürchtige Menschen sind, weit mehr als sie, weil sie diese Stellung der Esmat und der Unfehlbarkeit dadurch erreichen. Wir hoffen, dass Gott den Erhabenen uns allen den Segen gibt, die Stellung der Ahlul Bayt zu erkennen und ihre Rechtleitenden und uns zum Menschen, zu wahren Diener Gottes machenden Menschen werden zu lassen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.